Abgeordneten Steffen Bilger, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass wir zurzeit so intensiv über die Mobilität der Zukunft diskutieren. Unsere Debatte vor 4 Wochen, unser Koalitionsantrag zur intelligenten Mobilität sind hier eine gute Grundlage für die heutige Diskussion. Worum geht es uns als Koalition? Uns geht es darum, Mobilität zu ermöglichen, effizient und nachhaltig, aber eben nicht mit Verboten und Überregulierung, wie sich das andere hier wünschen. In unserem Antrag machen wir deutlich, die Vernetzung der Mobilität wird kommen und sie wird neben vielen anderen Vorteilen eben auch einen handfesten Beitrag zu einer besseren Umwelt- und Klimabilanz bringen. Vieles davon können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, was vielleicht im Jahr 2050 oder auch schon früher Standard sein wird. Aber diese ferne Zukunft müssen wir heute schon vorbereiten, und das tun wir mit den Maßnahmen aus unserem Antrag. Schließlich wollen wir nicht nur, dass intelligente Mobilität Realität wird, sondern eben auch zu unseren Bedingungen und nach unseren Bedürfnissen. Nach allem, was wir heute wissen, wird die Vernetzung und Digitalisierung der Mobilität intelligent und nahezu komplett sein. Für viele Datenschützer klingt das nach einem Horrorszenario. Aber ich halte es für durchaus möglich, dass wir beides bekommen: intelligent vernetzte Mobilität und sauberen Datenschutz wie auch Datensicherheit. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat es diese Woche wieder deutlich gemacht. Wir haben einen beispiellosen Investitionshochlauf, und in den nächsten Jahren wird so viel Geld in die Verkehrsinfrastruktur fließen, wie es laut der nach Dähre bekannten Expertenkommission für den Bund nötig ist. Das, meine Damen und Herren, ist wirklich eine enorme Leistung, und diese Anstrengung ist aber auch dringend erforderlich. Diesem Investitionshochlauf steht aber in gewisser Weise der nächste Bundesverkehrswegeplan gegenüber. Nicht alles, was dort an vordringlichem und weiterem Bedarf ermittelt wurde und wird, kann in den nächsten Jahren gebaut werden. Und das liegt natürlich auch an den Planungs- und Baukapazitätsengpässen. Wenn wir dann aber sehen, wie die Wachstumsprognosen im Verkehr aussehen, merken wir, wir brauchen zusätzlich zum dringend notwendigen Erhalt und zusätzlich zu Aus- und Neubau neue Verfahren, um den Verkehr zu stemmen. So wird allein der motorisierte Personenverkehr bis 2030 um 13% steigen. Im Güterverkehr wird die Verkehrsleistung sogar um 39% steigen. Diese Zahlen machen deutlich, dass wir eben insgesamt viele Ansätze benötigen, um Mobilität auch in Zukunft zu ermöglichen. Einer dieser Ansätze ist das Carsharing. Sharing-Konzepte sind ja gerade in aller Munde. Einige Firmen haben es mit der Kunst der Vermittlung von solchen Angeboten sogar zu Milliardenbewertungen geschafft. Carsharing hingegen ist nicht ganz so neu wie die internetbasierten Aufsteiger der letzten Zeit. Seit über 25 Jahren gibt es das Autoteilen nun schon. Und diese Woche wurde eine Studie veröffentlicht, die zum Ergebnis kam, dass nirgendwo das Carsharing so beliebt ist wie in Deutschland. Auf den ersten Blick, meine Damen und Herren, klingt das vielleicht erstaunlich. Auf den zweiten aber ist es sonnenklar. Carsharing hat sich im Lauf der Jahre weiterentwickelt, und die Erfolge in Deutschland haben ihre Ursachen nicht zuletzt in Investitionen großer Anbieter, insbesondere von Tochterunternehmen der Autohersteller. Die großen Hersteller aus dem Süden haben den Markt der Mobilitätsdienstleistungen für sich erkannt und die sogenannten Freefloater, also die stationsunabhängigen Carsharing-Angebote, massiv ausgebaut. 50% aller Carsharing-Autos in Europa kann man hierzulande leihen. Das liegt eben auch daran, dass sich das Carsharing aus der Öko-Ecke, und ich weiß die geleistete Pionierarbeit sehr zu schätzen, in die Mitte der Gesellschaft bewegt hat. Heute wünscht sich jede moderne Stadt ein Carsharing-Angebot, weil es einfach dazugehört und von vielen Bürgern erwartet wird. Deutschland ist also weit vorne. Diesen Vorsprung gilt es nun per Gesetz zu erweitern, damit die bereits existierenden Vorteile noch weiter ausgebaut werden können. Mir persönlich und vielen anderen in der Koalition war es schon während den Koalitionsverhandlungen ein Anliegen, dass wir uns zur Unterstützung des Carsharings durch ein Carsharing-Gesetz bekennen. Für mich hätte viel dafür gesprochen, dieses Gesetz gemeinsam mit dem Elektromobilitätsgesetz vorzulegen, wobei ich mir dann schon die Frage stelle, wie man dann die Anforderungen aus dem grünen Antrag sowohl zur Förderung des Carsharings als auch der Elektromobilität miteinander hätte vereinen können. Aber wie auch immer, ich glaube, über die Sinnhaftigkeit eines Carsharing-Gesetzes dürften wir uns hier weitestgehend einig sein. Die Verkehrspolitiker nun kennen die Problemlage, und die ist im Wesentlichen juristischer Natur. Nun bin ich ja selbst Jurist und weiß, dass zwei Juristen durchaus zu unterschiedlichen Bewertungen des ein und selben Sachverhalts kommen können. Es wäre
aber auch nicht verantwortlich, eine juristisch fragwürdige Regelung vorzulegen. Bevorrechtigungen sind im Straßenverkehr eine komplexe Materie. Daher gilt einmal mehr Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Sowohl die Regierung als auch wir Mehrheitsfraktionen wollen das Gesetz und es wird kommen. Darauf können sich die Anbieter und Nutzer von Carsharing genauso verlassen wie die Kommunen, die solche Angebote auf ihre Gemarkung schaffen wollen. Und damit leisten wir dann neben unserem vorliegenden Antrag einen weiteren Beitrag zur Förderung intelligenter Mobilitätsformen. Nächster Redner erteilt das Wort der Abgeordneten Dr. Birgit Malicher-Nissen.